Zurück on stage, nachdem wir beim Nazi-Doktor gequestet haben, begrüße ich euch erstmal zurück. Hi. Und es geht nach einem Tipp, nach mehreren Tipps auch von euch, jetzt mal östlich von Vegas zur Vault 34, weil ich dahin soll. Mache ich aus dem Grund, dass dort tolle Waffen geben soll und ich mir denke, mit tollen Waffen können wir das Spiel schneller durchspielen und deswegen kommt das ganz gut. Markante schwarze Kampfrüstung, bla 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 bla. Ich will schnell reisen. Ich will nach Vegas. Vegas, Vegas, Vegas. Wo ist Vegas? Hier ist Vegas. Das Ganze ist doch Vegas. Der Script. Dann müsste das hier irgendwo sein. Krankenhaus New Vegas. Ich glaube, wenn wir da hinreisen, zur Morrowsutton Range, gehen wir von da aus am besten ein bisschen südlich. Und dann mit einem Kurs nach Osten. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwo in der Gegend landen, wo wir nicht hinwollen. Die Morrowsutton sind tot. Cool. Ich glaube, das war aber schon letztes Mal so. Und mir wurde gesagt, es wird die Leute nicht stören, wenn ich mir eine Sprint-Mod drauf mache. Aber ehrlich gesagt möchte ich das Spiel dann doch modfrei spielen. Außer es ist irgendwas, was der Atmosphäre grafisch gut tut. Aber muss ich jetzt auch nicht wirklich haben, weil ich finde es eigentlich ganz okay, was Atmosphäre angeht. Wo sind denn hier Gegner? Da hinten. Wilde Brahmins. Ne, will ich nicht. So, ein bisschen südlich, ist aber genau in die Richtung. Scheiße. Ja, das ist gut, dass ich erstmal hier hingegangen bin. Packt man die Waffe weg, dann sind wir ein bisschen schneller. Und ich habe schon wieder Durst. Ich habe andauernd Durst. Ich trinke jetzt aber mal hier so Drecksgülle. Hilfsmittel. Super Stimpack, bla 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 bla. Schmutziges Wasser. Ja, ja, Strahlenbelastung, Strahlung. Ich hätte das nicht tun sollen. Wet Away haben wir eins, das weiß ich. Drei sogar. Und immer noch Durst. Das heißt, ich kann noch mal ein vernünftiges Wasser trinken. Okay. Jetzt sind wir wieder fit. Ein bisschen südlich. Ich gehe mal so bis auf Höhe der Häuser, die da vorne sind. Und dann östlich, da lang wäre das. Sind wir hier gut? Ich wollte eigentlich nur auf die Höhe von dem Krankenhaus, aber ich denke mal, das ist gut. Östlich, okay. Dann kann die Reise beginnen. Wir können ja mal direkt checken, ob wir irgendwelche Gegner sehen. Nee. Wir haben ja so tolle Perks von Eddie und Boone. Das ist dann ganz schön zusammen. Die Wolken sind heute nicht grün, sondern rot. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, wenn die Wolken rot sind. Das ist so blutmäßig. Das ich habe keine Lust auf zu sterben, aber genau das sagen mir die Wolken gerade irgendwie. Ach, diese tolle musiklose Atmosphäre. Die Ambiente-Sounds. Ihr müsstet es eigentlich hören, wenn ihr ein bisschen lauter macht, aber im Ambiente war gerade ein Türe quietschen, wie in so einer so einem Labor bei Stalker, so total unpassend halt. Da ist irgendwo was. Es ist freundlich, das ist ganz gut, aber was ist hier? Ein Brahmin und das ist eine Eisenhütte. Wie sieht's aus? Ich dachte für eine Sekunde, er hat nur einen Kopf, aber wo gibt's denn sowas? Komm, wir gehen rein. Raulsheim, ja, gucken wir mal. Oder Raoul wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Raulsheim. Ist nicht zu Hause, das heißt, wir bedienen uns. Wir wollten auch wieder Sachen wegbringen, aber ich habe sie wieder verpennt. Was geht mit der Kiste? Was zur Hölle? Nee, komm, wir gehen. Kommentarlos raus.
Wir sind vom Kurs abgekommen. Ich will wirklich östlich. Eher so ein Stück nordöstlich. Jetzt gehe ich woanders hin, aber ich will mir ein bisschen Aussicht schaffen. Da hinten war was Rotes. Ich konnte aber nicht erkennen, was das für ein Gegner war. Todeskrallen. Quick Save. Theoretisch müsste so eine Schrotflinte hier voll gut reinhauen gegen die Teile. Und mir wurde auch gesagt, dass Boon hier alles voll zerpflückt an Gegnern, aber. Ich meine, es ist schön und gut, dass er mich dann quasi beschützt, aber ich will die Gegner zerpflücken und nicht meine komischen Bimbos. Wobei, die kann man jetzt nicht Bimbo nennen, er ist ein Roboter. Das haben wir gleich. Dein Arsch gehört mir. Oh, Boon. Habt ihr gesehen, wie das Ding voll zur Seite gefetzt wurde? Ich hoffe, Mama und Papa waren nicht in der Nähe. Ich glaube, dann gibt's Ärger. Lieber mal ein bisschen schleichen. Ich vermisse gerade so ein bisschen Learning by Doing, weil ich glaube, das käme ganz Das gut. haben wir gleich. Nee, das ist wieder so ein Kalb. Mit einem Schuss habt ihr das gehört. Ich fühle mich gerade echt bedient von dem Typen. Kann man den loben? Inventar, dicht aufschließen, Abstand, reden. Dieser Benny war ein hartes Stück Arbeit. Was genau ist mit ihrer Frau passiert? Sie verheimlicht mir doch was. Ach ja, seine Frau wurde ja, meine ich, verschleppt. Ja, wir können ihn anscheinend auch auf aktuelle Ereignisse ansprechen. Von daher, was halten Sie von Manny Vargas? Nee, das war wieder was anderes, aber wir fragen ihn. War ein guter Aufklärer. Ich habe keine Lust mehr, mit dir zu reden. Ist auch so ein Minimalist. Nur das Nötigste sagen. Pack die Waffe weg. Wir brauchen keine Waffe. Wir haben voll den Bodyguard, der macht alles. Wir hatten doch. Ja, wir haben auch so ein mega cooles Barett. Stimmt. Geil. Was ist das für eine Hütte? Das Lustige ist ja, dass ich eben wieder einen Timer mir hier fertig gelegt habe, aber gerade eben erst starten konnte. Bruderschaftsunterschlupf. Kriegen wir bestimmt noch einen Schlüssel für. Ich laufe ja hier um diesen Berg rum, weil ich eigentlich da drauf will. Ach, hier sind wir. Wir sind letztens da hinten irgendwo verreckt. Mich das an Starcraft-Karte erinnert. Auch nur, weil sie Whetstone-Schlucht heißt. What? Ach du Scheiße, hier sind so viele Gegner. Wurde aus der Ladder rausgenommen und war nur. Ne, war sogar zwei Saisons drin, meine ich. Da sind irgendwelche Füchse. Ach, er schießt nach da, okay. Oh mein Gott. Die Teile sind das. Oh, die sind scheiße. Oh mein Gott, sind das viele. Oh, was zur Hölle? Ich bin sowas von tot. Wow. Alles klar. Kann sein, dass ich nicht ein bisschen Schaden machen konnte. Ich glaube, sämtlicher Schaden, der irgendwie rausging, kam von den zweien. Und jetzt laufe ich so verkrüppelt. Meine Güte. Gegen die komme ich an. Obwohl, Feuergeckos? Ich glaube, nur gegen Geckos bis jetzt standhalten können. Da hinten ist noch ein Gecko. Boon, schieß. Kann ich ihm irgendwie sagen, dass er schießen soll? Nee, ich will in keine Höhle, wenn ich ehrlich bin. Bloodborne Höhle. Gehen wir später hin. Ich suche meine Vault. Wir werden noch nicht mehr lang hier unterwegs sein. Erstens, weil die Folge gleich irgendwann endet. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier in dem Bereich ist. Sondern auch, weil wir mal nach Hause. Das haben wir gleich.
kommst du nicht. Wo schießt du hin? Da oben? weil wir mal nach Hause müssen. Kannst ihn bitte töten? Mein Gott, der speit ja echt Feuer. Klar. Weil wir auch mal nach Hause müssen und uns verarzten müssen und dann noch Sachen wegpacken müssen und all so ein Zeug halt. So, ging's hier irgendwie hoch? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ach, Gebirge in Fallout. Es ist immer so eine Sache. Man findet zwar selbst immer irgendwo einen Weg, wo man hochklettern kann. Das Problem ist, die Begleiter laufen dann meistens so einen mega Umweg. Hier habe ich jetzt kein Problem, denke ich, mit denen. Ey, das ist echt ein Bild für die Götter, was sich hier die ganze Zeit abspielt. Ups. Ich wollte nicht stören, ich schwör's dir. Ich nehme eine andere Waffe. Ich glaube, die Schrotflinte ist voll kacke. Waffen. Mit dem Flammenwerfer komme ich bestimmt auch nicht weiter. Was ist er denn? Dein Arsch gehört mir. Ey, läuft aber einen komischen Umweg. Ich habe einen Gegner getötet. Das war bestimmt eh Boon, aber egal. Boah, was ist denn hier die ganze Zeit im Weg? Gar nichts. Und der geht trotzdem wie so ein Krüppel. Ich will auf diesen Berg, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Nee, ich habe mich total verlaufen. Das hat keinen Sinn. Das nächste Mal gehen wir dahin und versuchen, dort rum zu gehen. Jetzt geht es erstmal kurz nach Novak. Beliebt. Ja, schön und gut, aber okay. Ah, jetzt mach schon. Ach, wir sind schon da. Ich hab mir gerade die Augen gerieben, weil meine Augen brennen. Hallo. Hi. Hallo. Brauchen Sie was? Ja, zeig mal, was du hast. Reisende Händler sind ganz gut, habe ich gehört, um Sachen loszuwerden. Was? Ihr zahlt nicht echt 100 Kronkorken für eine Granate. Gib mir das Wasser. Und das Stimpack. Akzeptieren. Guter Deal, Mann. So, gab's hier einen Arzt? Ich habe keine Ahnung mehr. Nein, wir reisen nach, also für den Arzt, ich weiß, wo ich da hingehe, seht ihr gleich. Also ist alles geplant. Also ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt, räume ein bisschen die Sachen ein. Ich meine, das müsst ihr jetzt echt nicht sehen, wie ich die Müll aussortiere. Bis zum nächsten Mal.